der Wiener Szene-Gastronom Martin Ho war in letzter Zeit immer wieder in den Schlagzeilen. Da ging es einerseits um verschachtelte Firmenkonstrukte und Insolvenzen, aber auf der anderen Seite auch um offene Lohnforderungen der Mitarbeiter. Dieses Jahr hat er die Arbeiterkammer bereits eine Klage eingebracht. Die offenen Forderungen belaufen sich auf rund 240.000 Euro. Ja, der Donnerstagnachmittag sollte eigentlich ein freudiger Anlass sein. Martin Ho lud in sein Vorzeigelokal, das Dots auf der Wiener Mariahilferstraße, zum Rice Money Brunch. Schon in den Tagen zuvor hat ein ehemaliger Mitarbeiter immer wieder das Lokal aufgesucht und seinem Unmut lautstark Luft gemacht. Er soll mit Mitarbeitern diskutiert und herumgeschrien haben. Es ging wohl um offene Lohnforderungen, auch von seiner Seite. Am Donnerstag war es dem Personal dann zu bunt. Bei der Veranstaltung hat es die Polizei hinzugezogen, weil der Mann aggressiver und erneut laut herumgeschrien hat. Die Polizei hat dann versucht, hier zu vermitteln, mit dem Mann zu sprechen. Das ging aber nicht gut. Der Mann wurde dann festgenommen und hat im Zuge dessen einen Polizisten sogar in die Hand gebissen.